Hallo, hier ist Tatjana Flade von der Eislauf-Talschaft Piorette und das ist unser zweiter Videopodcast. Mein heutiges Thema ist die Olympiaqualifikation, denn bei der Weltmeisterschaft hat das zu ein bisschen Verwirrung geführt, weil nicht alle die Regel verstanden haben. Und ich versuche das jetzt mal vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Und zwar beruht das alles auf der Regel 400. Die ist auf der ISU-Webseite im Regelbuch zu finden, ist alles online verfügbar. Diese Regel 400 ist geändert worden und das hat eben zu der Verwirrung geführt. Also grundsätzlich ist das Prinzip gleich geblieben, dass wir abhängig von der Zahl der von den Ergebnissen der Weltmeisterschaft im vorolympischen Jahr die Olympiastartplätze bestimmen. Allerdings, wie gesagt, gab es eine Änderung. Und zwar, das Grundprinzip ist, es zählen immer nur maximal zwei Läufer, gehen in die Berechnung mit ein. Wenn ich zwei Läufer habe, dürfen die maximal 13 Platzpunkte erreichen für drei Startplätze, beziehungsweise für zwei Startplätze maximal 28. Und wenn ich einen Läufer habe, braucht der für zwei Startplätze maximal 10, also muss er in Top 10 sein. Und für drei darf er sogar nur Erster oder Zweiter werden. So, da haben wir halt dieses Beispiel, nicht? Wenn wir jetzt sagen, die Japaner haben hier Platz 2 und 3, das sind 5. Also 13, weniger als 13, also haben sie drei Startplätze. Der dritte Läufer ist hier Vierter geworden, Fuma Uno, aber das ist unerheblich. Sein Platz geht in die Berechnung nicht mit ein. Aber bei den Olympischen Spielen gibt es eben diese entscheidende Änderung jetzt, dass der dritte bzw. zweite Startplatz nicht automatisch gesichert ist, wenn nicht die gleiche Anzahl von Läufern im Finale war. Also Japan zum Beispiel, kein Problem. 2 und 3, wie gesagt, 5, 13, 3 Startplätze. Alle drei japanischen Herren waren hier im Finale bei der Weltmeisterschaft. Das heißt also, Japan hat seine drei Startplätze sicher. Die USA allerdings, da sieht es anders aus. Nathan Chen, Erster. Und Jason Brown, Siebter, also 8 Punkte, 3 Startplätze. Aber der dritte amerikanische Herr, Vincent Joe, hat das Finale leider nicht erreicht. Er wurde 25. Deswegen haben die USA nur die Option auf einen dritten Startplatz. Und den müssen sie bei der Olympia-Qualifikation in Oberstdorf dann holen. Müssen da jemanden hinschicken. Es darf aber keiner von denen sein, die hier im Finale waren. Also Nathan Chen oder Jason Brown, die dürfen nicht nach Oberstdorf kommen. Muss dann schon Vincent Cho sein. Ein anderes gutes Beispiel sind hier die russischen Herren. Michael Kolyada, 5. Platz. Evgeny Semenenko, 8. Platz. 13 Punkte, genau das Maximum für drei Startplätze. Aber es gab keinen zweiten Russen. Keinen dritten Russen, meine ich. Es gab keinen dritten Russen bei der Weltmeisterschaft. Deswegen müssen auch Sie für den dritten Startplatz nach Oberstdorf kommen. Frankreich mit Kevin Amos oder Keegan Messing für Kanada, Junwan Cha, die waren in den Top 10, waren aber jeweils die einzigen Vertreter ihres Landes. Das heißt, ein Startplatz ist sicher, der zweite kann in Oberstdorf geholt werden. Und das ist in allen Kategorien das Gleiche. Und ich habe das mal zusammengestellt. Ich habe eine Liste gemacht. Und dann werde ich es euch mal zeigen. Das mal versucht auszurechnen. Also hier, die USA, wie in unserem Beispiel gesehen, bei den Herren, 2 plus eventuell 1. Wie gesagt, Japan 3, Russland 2, Kanada 1 plus 1, Russland 2 plus 1 und so weiter und so fort. Und könnt ihr sehen, dass tatsächlich
alle Länder, alle Läufer, die im Finale waren, einen Startplatz gesichert haben. Und wir kommen sogar nur auf 23, denn die maximale Anzahl, die bei der Weltmeisterschaft vergeben wird, ist im Einzellauf 24. 19 im Eistanz, 16 im Paarlauf. Hier haben wir sogar nur 23. Das heißt, in Oberstdorf, für diese maximale Entry-Zahl von 30 im Einzellauf, werden sogar noch 7 Plätze vergeben. Das war Amelie, die stimmt mir zu. Bei den Damen hat Russland 3, USA 2 plus 1, Belgien 1 plus 1, Japan 3, Österreich 1 plus 1, sehr erfreulich. Österreich hatte ich schon für den zweiten Startplatz. Ich glaube, das ist schon lange her gewesen, dass es das gab. Dann Korea 2 und dann mehrere Länder haben einen Startplatz. Auch hier alle, die im Finale waren, haben für die hat es gereicht. 24, da geht es genau auf. Das bedeutet, 6 sind noch in Oberstdorf zu haben. Im Paarlauf ist es immer ein bisschen schwieriger. Da war es letztes Mal ja so, dass nur dass mehrere Länder 3 Startplätze von vornherein hatten, dass dann schon viel weggefallen war. So. 3 für Russland, China 2 plus 1. China hatte ja kein drittes Paar in Stockholm am Start. Kanada, USA, Italien 2, Japan. Ich glaube, das allererste Mal, dass die sich direkt qualifiziert haben und dass die auch noch sogar die Chance auf einen zweiten Startplatz haben. Wobei ich bezweifle, dass es in Japan überhaupt ein zweites Paar gibt. Und wenn es eins gibt, dass es nicht, dass die auch die Voraussetzung erfüllen, dass beide Partner die Staatsbürgerschaft haben, das ist ja sehr schwierig. Österreich, Deutschland hat es geschafft. Ein Startplatz. Annika und Hocke-Robert Kunkel war leider nicht zu erwarten, dass sie es schaffen, zwei Startplätze zu holen im Alleingang. Wenn das andere Paar dabei gewesen wäre, wären die Chancen größer gewesen. Hier geht es bis Tschechien. Das heißt also, nicht alle, die im Finale waren, haben es geschafft. Es waren 20 Paare im Finale. Das nächste wären dann so Länder wie Georgien oder Weißrussland. Die müssen nach Oberstdorf kommen und das wird hart. Es gibt nur 3 Startplätze. Dann kommen vielleicht noch welche dazu. Eben dieses chinesische Paar, das dritte, je nachdem. Und vielleicht auch diese Nordkoreaner. Wird nicht einfach im Paarlauf wie immer. Im Eistanzen haben 3 Länder sich 3 Startplätze gesichert, ganz ohne Wenn und Aber. Italien einen, Großbritannien einen, weil sie ja, Italien hat das zweite Paar nicht im Finale, Großbritannien hatte nur ein Paar überhaupt am Start. Und dann mehrere Länder, die eins haben, auch Deutschland mit Katharina Müller, Tim Diek. Aus Österreich und der Schweiz war ja kein Paar dabei. 19, auch hier wird genau diese maximale Anzahl erreicht. 4 werden noch in Oberstdorf vergeben, auch einer weniger. Es wurde reduziert leider im Paarlaufen auf 19 statt 20 und im Eistanz auf 23 statt 24. Das war eine Vorgabe des IOC, sehr bedauerlich. Ich weiß auch nicht, was das soll, also ob man nun 4 mehr oder weniger, also Läufer mehr oder weniger hat. Aber naja, gut. Was ich noch interessant fand, war, dass wie es denn nach der alten Regel ausgesehen hätte. Nach der alten Regel, da gab es das ja nicht. Das heißt also, dass zum Beispiel hier diese ganzen 5, die noch zusätzlich erworben werden können, die wären hier schon weggefallen. Und dann wäre bei Tschechien Schluss gewesen. Das heißt also, Mexiko, Ukraine, Schweden und Israel hätten sich nicht direkt qualifiziert. Und deswegen denke ich, dass diese neue Regel besser ist, gerade für die kleinen Länder. Da wird hier belohnt, wer ins Finale gekommen ist, der hat auch den Startplatz bekommen. Man muss nicht in Oberstdorf sich da noch nachqualifizieren. Also Deutschland leider, es wäre für Paul Fens, hätte das Finale geschafft, wäre auch dabei gewesen. Ja, leider hat er es eben nicht erreicht. Bei den Damen wäre es bis China gegangen. Das heißt also, diese 3 Damen aus Tschechien, Großbritannien und Finnland hätten nach Oberstdorf kommen müssen. Im Paarlauf wäre bei Ungarn Schluss, wäre bei Deutschland Schluss gewesen. Ungarn und Tschechien hätten es dann nicht geschafft. Im Eistanzen
können sich Japan und die Ukraine über die neue Regel freuen, dass sie sich direkt qualifiziert haben. Ja, jedenfalls werden wir in Oberstdorf, es wird dazu führen, dass wir in Oberstdorf doch einige interessante Läufer noch haben werden, starke Läufer, die versuchen, den zweiten Startplatz zu holen, was halt auch ganz wichtig ist, oder dritten, was auch ganz wichtig ist, das ist nur eine Option. Die können diese Länder, diese Startplätze sind nicht für diese Länder reserviert. Die USA und Russland, Kanada und so weiter, die müssen sich einfach in diesen Top 7 platzieren, um diesen Startplatz zu bekommen. Das ist kein Automatismus. Also wenn jetzt ein Amerikaner da hinkommt und versagt, und ist nur Zehnter, haben die USA nur zwei Startplätze. Das ist eigentlich für die kleinen Länder doch auch ganz gut, diese Chance. Ja, also ich hoffe, dass das nun ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Natürlich ist das meine Berechnung hier nicht offiziell. Das ist rein privat oder rein journalistisch für die Piorette. Kann sich eigentlich auch jeder selber ausrechnen, wenn man die Regel gelesen hat. Die ISU wird die Olympia-Qualifikationsplätze, die Quotenplätze bis zum 11. April bekannt geben, denn das ist die Deadline des IOC. Und dann ist es auch ganz offiziell. Ihr könnt dann auch natürlich in der nächsten Ausgabe der Piorette im Aprilheft einen ausführlichen Bericht über die Weltmeisterschaft lesen, Analyse der Weltmeisterschaft und auch nochmal eine Zusammenfassung dieser Regel zur Olympiaqualifikation. Und dann wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal.